CSU-Fraktion. Schönen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Frau Zimmermann, vielleicht hören Sie jetzt mal zu. Wir haben ja ausgiebige Diskussionen gehabt in den vergangenen Wochen. Einfach mal zuhören und dann vielleicht verstehen. Das Integrationsgesetz stellt das Fördern und Fordern in den Mittelpunkt. Es fördert die Integration und fordert sie aber auch ein. Und zwar durch schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt sowie Verbesserung und Ausbau des Angebotes an Integrations- und Sprachkursen soll Integration gelingen. Das Integrationsgesetz fordert von den Menschen, die zu uns kommen, diese Angebote aber auch anzunehmen. Und das ist gut und das ist der richtige Weg. Und wichtig dabei ist, wir wollen keine Konkurrenz zu Langzeitarbeitslosen aufbauen. Und das wird auch nicht der Fall sein. Fast alle Maßnahmen, die Flüchtlingen zugutekommen, gelten auch für unsere Langzeitarbeitslosen. Und nur wenige Förderungen, die insbesondere dem Spracherwerb dienen, sind ausschließlich für Flüchtlinge. Ich möchte einige Arbeitsmarktinstrumente für Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge hier hervorheben. Das sind Praktika, Berufseinstiegsqualifizierung, Lohnkostenzuschüsse, Arbeitsgelegenheiten, assistierte Ausbildung und Weiterbildungsmaßnahmen nach dem SGB III. Und wenn ich mir so die Diskussion der letzten Wochen vor Augen halte, ja, es ist richtig, nicht jeder ist deshalb ein guter Mensch, weil er ein Flüchtling ist. Deswegen müssen wir einfordern, dass unsere Gesetze eingehalten werden und dass das Leben in unserem Land eben nur möglich ist auf der Grundlage unserer Verfassung. Und ja, es ist richtig, wir brauchen große Anstrengungen, weil viele von denen, die schon hier sind und noch zu uns kommen, eine noch mangelnde Bildung und eine geringe berufliche Qualifikation besitzen. Und gut finde ich dabei, dass durch das Integrationsgesetz eben zahlreiche Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Die qualifizieren die Menschen nicht, Frau Zimmermann. Wir brauchen aber niederschwellige Arbeitsangebote, da auch durch Arbeit Spracherwerb eben leichter möglich ist. Und Spracherwerb ist der zentrale Punkt für Integration. Und es ist auch richtig, es sind noch nicht ausreichend Sprachkurse vorhanden. Hier müssen wir weiterhin mit Hochdruck arbeiten, das wissen wir alle, und das passiert aber auch. Meine Damen und Herren, wir reden und wir entscheiden hier über Menschen, und das braucht Zeit, Geduld und einen kühlen Kopf. Es ist nicht nur einfach ein Schalter, der umgelegt wird und die Welt ist wieder so, wie sie mal war, schön oder nicht. So wollen es uns allerdings einige vormachen. Und daher ist es einfach unerträglich für mich, wenn man, wie auch schon heute mal wieder angeklungen ist, die vielen in meiner Heimat, in meiner Region, würde man sagen, Rumnöler hört. Und Frau Zimmermann, wenn ich sehe, Ihre 5 Minuten teilen Sie auf 3 und 2 Minuten, damit Frau Dagdelen gleich auch noch ausreichend 2 Minuten Zeit hat, Gott sei Dank nur 2, um auch mal wieder rumzunölen. Und da, verehrte Kolleginnen und Kollegen von den Linken, da freuen sich die Rechten. Immer wieder sagen, klappt doch alles nicht, alles wird falsch gemacht, unser Land wird schlicht schlecht geredet und leider auch oft schlecht geschrieben. Es gibt erhebliche Anfeindungen und Angriffe gegen Flüchtlinge und gegen ihre Unterstützer, die vielen ehrenamtlichen Menschen, denen man in unserem Land nur dankbar sein kann und auf die man stolz sein kann. Und es wird zum Teil kübelweise Hass im Internet und in den sozialen Medien ausgeschüttet. Letzte Woche war ich in der Bundesagentur für Arbeit meines Wahlkreises. Dort werden zurzeit ca. 1000 Flüchtlinge betreut. Die Geschäftsführerin berichtete mir, erstens, die meisten dieser Menschen sind hoch motiviert. Zweitens, sie wollen die Sprache schnell lernen.
Drittens, Sie wollen schnell in Arbeit kommen. Vor allem aber, viertens, sind Sie glücklich, Krieg und Bomben entkommen zu sein und jetzt in unserem Land leben zu dürfen. Ich war früher, bevor ich hierher kam, 10 Jahre Bürgermeisterin. Und als Bürgermeisterin habe ich immer wieder Kitas und Schulen schließen müssen, weil schlicht keine Kinder mehr da waren. Jetzt wird in meinem Wahlkreis in vielen Kommunen darüber nachgedacht und auch schon geplant, neue Kitas und Schulen zu bauen. Und ich finde, das sind auch mal gute Nachrichten. 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Klar ist, wir können nicht alle diese Menschen aufnehmen. Wir müssen hier eine Auswahl treffen. Und die, die wirklich Schutz vor Krieg suchen, die sollen bleiben dürfen. Und den Armutsflüchtlingen muss man in den Herkunftsländern helfen. Und das tun wir auch schon seit vielen, vielen Jahren, unter anderem in der Entwicklungspolitik. Also eine Begrenzung ist zwingend notwendig. Jetzt sollen Marokko, Tunesien und Algerien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, damit die Asylverfahren schneller abgeschlossen werden können. Und hier blockiert plötzlich unverständlich die SPD-geführte Landesregierung von NRW. Das ist mir unbegreiflich. Die Landesregierung hat selbst durch ihren Innenminister Jäger im Januar, und zwar nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln, über die Migranten aus den Maghreb-Staaten gesagt, sie seien ein Problemklientel, und hat dann einseitig einen Aufnahmestopp in NRW für diese Gruppe erklärt. Und bei der Einstufung nun zu sicheren Herkunftsländern blockiert NRW. Und ich finde, das ist schon grotesk und aus meiner Sicht unverantwortlich im Übrigen gegen die Entscheidung der eigenen SPD-Bundestagsfraktion. Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, wirken Sie da noch mal auf die Ministerpräsidentin Frau Kraft ein. Wir haben mit dem vorliegenden Integrationsgesetz ein gutes Gesetz vorgelegt. Und ich freue mich, dass wir das heute zum Abschluss bringen können. Wir werden damit Erfolg haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt die Kollegin Brigitte Potter.